beschäftigen wir uns mit dem Thema Klimawandel und nachhaltige Landwirtschaft. Die heute weitgehend industrialisierte Landwirtschaft ist nachgewiesenermaßen eine der Hauptverursacher von Treibhausgasen. Gut gemachte kleinzellige und vielfältige Landwirtschaft kann dagegen zu einem wichtigen Bereich der Reduktion von Emissionen und der Armutsbekämpfung werden. Kleinere Betriebe können leichter mit nachhaltigen Methoden arbeiten, die heute moderne Wissenschaft mit Erfahrung und lokalen Kenntnis verbinden. Sie können die Artenvielfalt fördern und natürliche Bodenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmechanismen unterstützen. Dazu zählen zum Beispiel die Integration von Büschen und Bäumen in Felder und Viehweiden, solarbetriebene Tröpfchenbewässerung, bei der das Wasser direkt an die Pflanzenwurzeln gelangt. Mischkulturen, bei denen mehrere verschiedene Pflanzenarten nebeneinander gesetzt werden, um Licht und Wasser und Nährstoffe optimal zu nutzen. Der Einsatz von Gründüngern, also von schnell wachsenden Pflanzen, die der Bodenerosion entgegenwirken und dem Boden neue Nährstoffe zuführen. Dies alles dient der Bodengesundheit und kann sogar mehr nahrhafte und vollwertige Lebensmittel pro Flächeneinheit erzeugen als die industrielle Landwirtschaft. Außerdem müssen weniger teure Produkte wie chemische Pestizide, Düngemittel und patentiertes Saatgut gekauft werden. Das bedeutet einen dreifachen Klimanutzen, die Bindung von CO2 im Boden, die Vermeidung von Kunstdünger auf Mineralölbasis und verminderte CO2-Emissionen beim Transport. Zudem erhöhen diese Maßnahmen die Widerstandsfähigkeit gegen extreme Wetter und andere Klimaauswirkungen. Wenn wir uns regionaler ernähren können, sind wir zudem weniger anfällig für Preisdiktate durch die Großanbieter auf den globalen Lebensmittelmärkten. Es gilt heute als sicher, dass diese und ähnliche Methoden besser als chemische Düngemittel geeignet sind, die Lebensmittelproduktion besonders in ungünstigen Lagen und dort, wo die Hungernden leben, zu erhöhen. Sie können zu einer Verdopplung bis Verdreifachung der Ernteerträge über einen längeren Zeitraum führen und damit einen großen Beitrag zur Vermeidung von Hunger in der Welt leisten. Hunger hängt nämlich nicht nur von der Menge der zur Verfügung stehenden Lebensmittel ab, sondern auch davon, wer die Kontrolle über diese Lebensmittel hat, wie man mit ihnen umgeht und ob man sie sich leisten kann. Klimagerechte Landwirtschaft kann funktionieren. Aber sie erfordert Wissen und Motivation, entsprechende Förderung und Kunden, welche bereit sind, die Produkte auch zu kaufen. Denken Sie darüber nach. Bis zum nächsten Mal. Ihr Udo Böhm.